Herr Präsident, meine Damen und Herren! Heute legt uns die Landesregierung aus CDU und Grünen ein Gesetz zur Änderung des Hessischen Enteignungsgesetzes vor. Sie haben richtig gehört. Die CDU, die regelmäßig vor Enteignungen warnt, legt jetzt ein Gesetz zur Regelung eben dieser Enteignungen in Hessen vor. Herr Staatsminister Beuth sprach sogar von einer nüchternen, aber sehr wichtigen Sache und Angelegenheit. Und ich will Ihnen sagen, ich begrüße diese Versachlichung der Debatte ausdrücklich. Ich erinnere mich ebenso wie der Kollege, der Kollege Eckert daran, an eine Aktuelle Stunde hier im Hessischen Landtag. Ich gebe auch zu, es war meine liebste Aktuelle Stunde in dieser Legislaturperiode mit dem seriös sachlichen Titel, ich zitiere, auch in Hessen gilt, klares Bekenntnis zur sozialen Marktwirtschaft statt sozialistischer Enteignungsfantasien. Man könnte jetzt also mit dem Blick auf diesen aktuellen Titel, auf diesen Titel der Aktuellen Stunde fragen, ob die Landesregierung tatsächlich irgendwelche Enteignungsfantasien hegt, wenn sie jetzt ein solches Gesetz vorlegt. Aber geschenkt allen Polemiken zum Trotz, die Vorlage dieses Gesetzentwurfs, die erinnert uns doch an den sachlichen Kern der Debatte. Das Grundgesetz wie auch die Hessische Landesverfassung betonen die Gemeinwohlorientierung des Privateigentums und enthalten die Möglichkeit zur Enteignung und Vergesellschaftung. Nach Artikel 14.3 Grundgesetz ist eine Enteignung zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen. Die Hessische Verfassung sieht dieses Mittel der Enteignung in Artikel 35 und 45 vor. Und das Hessische Enteignungsgesetz regelt also folgerichtig Enteignungen im Lande Hessen, soweit nicht andere Rechtsgrundlagen anzuwenden sind. Enteignungen in Hessen sind auch nichts Ungewöhnliches. Sie sind eine nahezu alltägliche Angelegenheit. Wie wir dank der Anfrage des SPD-Kollegen Weiß wissen, sind in den Jahren 2010 bis 2018 20 Enteignungsverfahren nach § 19 Bundesfernstraßengesetz und 62 Enteignungen nach anderen Rechtsgrundlagen, vor allem Baugesetzbuch, gelaufen. Man kann also mit Blick auf diesen Zahlen feststellen, im CDU-regierten Hessen wird fast monatlich enteignet. Enteignungen auf Grundlage des Hessischen Enteignungsgesetzes hat es aber in diesem Zeitraum nicht gegeben. Das verwundert dann, warum Sie das Gesetz, welches ja in den letzten Jahren gar nicht angewendet wurde, nun so umfangreich evaluieren und verändern wollen. In Ordnung, es läuft aus, das ist ein Grund, aber trotzdem, in der Vergangenheit hat es kaum Anwendung gefunden. Ich will jetzt einmal ein paar Blicke auf die Änderungen werfen, die Sie vornehmen wollen. Sie wollen den Namen des Gesetzes ändern. Fortan soll es Enteignungs- und Entschädigungsgesetz heißen. Man könnte natürlich aus dieser Formulierung eine gewisse Relativierung der Maßnahme Enteignung interpretieren, denn im Grundgesetz ist es im Artikel 14 sind es ja immerhin zwei getrennte Sätze, auch wenn ein Jungtim, also ein unmittelbarer Zusammenhang in dieser Frage auch unbestritten ist. Wobei auch daran sei erinnert, die Hessische Verfassung in Artikel 35.3 bei Missbrauch wirtschaftlicher Macht auch eine entschädigungslose Enteignung eigentlich vorgesehen hat. Ich finde, daran darf man an dieser Stelle auch einmal erinnern. Viel weitreichender allerdings ist die Änderung in § 3. Mit Verweis auf die Rechtsprechung soll der Gesetzgeber eine präzisierende Aufzählung von Gemeinwohlzwecken vornehmen. Damit weichen Sie aber, ich weiß nicht, ob Sie es wissen, ausdrücklich von der Intention bei der Verabschiedung des Gesetzes 1973 ab. Ausweislich des Plenarprotokolls der 37. Sitzung der 7. Wahlperiode vom 26. April 1972 argumentierte Staatsminister Bielefeld, ich zitiere, da es in der Natur spezialgesetzlicher Regelungen liegt, dass sie niemals alle in Betracht kommenden denkbaren Fälle erfassen, kann ein allgemeines Enteignungsrecht auf eine solche Generalklausel nicht verzichten. Er betont also die Bedeutung der Generalklausel. Durch eine engere Definition der Gemeinwohlzwecke läuft die Landesregierung Gefahr, nicht alle Fälle zu erfassen, bei denen eine zum Gemeinwohl notwendige Enteignung eine gesetzliche Maßnahme sein könnte und den Anwendungsbereich des Gesetzes weiter einzugrenzen. Bei der Aufzählung der Zwecke, die Sie dann vornehmen, finde ich die Punkte A bis G ausdrücklich richtig.
Aber natürlich muss man auch darüber diskutieren, ob nicht andere wichtige Ziele, wie etwa die Bereitstellung bezahlbaren Wohnraums, die Sicherung der Versorgung der Bevölkerung mit Energie und Wasser oder überhaupt die Versorgung mit lebenswichtigen Gütern, nicht auch entsprechende Zwecke zur Sicherstellung des Allgemeinwohls sein können oder sein müssen. Dass Sie dann in § 3, 2a ausdrücklich Einrichtungen des Gesundheitswesens benennen, finde ich gut und erinnere daran, dass der Hersfelder CDU-Landrat, der ja auch heute schon mal Thema hier im Plenum war, auch nur vor wenigen Wochen unter dem Eindruck der Corona-Pandemie die Verstaatlichung aller Krankenhäuser gefordert hat. Diese Forderung hat durchaus Applaus verdient. Die vielen kleinen Änderungen, Detail- und Fristenregelungen, die muss man sich dann im weiteren Verfahren noch einmal anschauen. Für uns ist natürlich klar, dass 20 Jahre nach der Einführung des Euros die Ersetzung der Formulierung D-Mark durch Euro in jedem Fall auch unsere Zustimmung finden wird, diese weitreichende Änderung. Abschließend vielleicht noch eine grundsätzliche Bemerkung. Ich finde, die voraussichtlich relativ unspektakulär verlaufende Beratung über das Hessische Enteignungsgesetz sollte uns wenigstens zwei Dinge in Erinnerung rufen. Erstens. Die Mütter und Väter von Hessischer Verfassung und Grundgesetz hielten die Enteignung in einem viel umfassenderen Sinn für ein legitimes Instrument zur Sicherung des Allgemeinwohls. Allein der Blick auf Artikel 35 und 41 der Hessischen Verfassung und die darin enthaltenen umfangreichen Vorstellungen von Sozialisierung und der Verhinderung des Machtmissbrauchs wirtschaftlicher Macht verdeutlichen das. In Zeiten, in denen, zumindest wir finden, ein entfesselter Kapitalismus in immer weiteren Lebensbereichen um sich greift, eine Erkenntnis, an die es sich zu erinnern lohnt. Zweitens. Wir leben in einem Land, in dem kleine Landwirte für den Bau von großen Autobahnen enteignet werden. Tag für Tag passiert das in dieser Republik, eben auch in Hessen. Wo aber eine Debatte über die Enteignung oder Vergesellschaftung, ein noch einmal anderer rechtlicher Themenkomplex, den es zu erörtern gelte, von großen börsennotierten Immobilienkonzernen oder die Überlegungen eines Juso-Vorsitzenden zu kollektiven Eigentumsformen bei Automobilherstellern große, erschrockene Empörungswellen auslösen. Ich hoffe, dass die Beratung über das Hessische Enteignungsgesetz zu einer Versachlichung einer solchen, aber gesellschaftlich sehr wichtigen Debatte beitragen. Vielen Dank.